Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen, wieder hier. So, wieder ein bisschen Panzer Rush, War Thunder mit Panzern, genau. Heute fahre ich, oder hier zu sehen ist der Fiat Ansaldo M14-41, mittelschwerer Panzer, Battle Rating 1.7, italienischer Panzer. Und ich sehe das Ding und denke mir, mittelschwer soll der sein? Naja, alles klar, vielleicht war er das tatsächlich auch so kurz nach dem Ersten Weltkrieg. So ungefähr aus der Zeit wird er wahrscheinlich auch stammen. Also ich schätze mal, der ist sehr, sehr frühe 30er. Hab mich jetzt nicht belesen diesbezüglich, aber frühe 30er. Naja, auf jeden Fall, wir sind am Cargo-Port. Und tatsächlich ist das die einzige, während ich ja manchmal ein, zwei Runden zusammen schustere hier, also zusammenschneide, ist das tatsächlich die einzige Runde, die wir hier gemacht haben, beziehungsweise die ich hier gemacht habe. Und der Panzer ist... Der Panzer ist so ein Solala-Teil. Man könnte jetzt sagen, boah, ist vielleicht irgendwie cool oder so. Eigentlich, der ist ja gar nichts. Ja, er ist einfach nur ein Panzerfahrzeug, wenn man so will. Aber tatsächlich, wie durch ein Wunder, habe ich Kills gemacht. Ich habe 3 Kills gemacht. Ich bin noch unterwegs gewesen, habe Artillerieschläge ausgehalten, habe Angriffe ausgehalten. Ich wurde irgendwann natürlich zerstört, bin aber nochmal rein mit dem Ding. Und ich muss sagen, die Runde war sehr unterhaltsam. Das Fahrzeug selber ist ja eher mittelprächtig. Also es ist jetzt nicht das Geilste, das man haben kann, aber... Es erfüllt seinen Zweck im Vergleich zu dem, ein anderes Video, wo ich den britischen Aal 44 schweren Panzer hatte, der einfach nur Kartoffeln schießt. Der schießt auch irgendwie Kartoffeln, aber die sind irgendwie, das sind sehr harte Kartoffeln, die er hier schießt, ne? Und, oder abschießt. Und, es war wirklich ein sehr unterhaltsames Ding. Da war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt verrecke ich gleich. Da war einfach nur wie so ein Container, so ein Häufchen Container. Und ich habe gesehen auf der Minimap, der andere Panzer fährt rum und ich wurde beschädigt und ich konnte nicht weg. Und wo ich dachte, jetzt hat mein Stündlein geschlagen, knallt ein Kollege den einfach über den Haufen. Und ich dachte mir so, ey, du bist mein Retter, du bist mein persönlicher Held gerade. Sonst hätte ich nicht so lange durchgehalten und hätte schon viel früher mit einem anderen Fahrzeug reingemusst. Oder mit nochmal, also mit Ersatzgutschein, mit dem Fahrzeug reingemusst. Daher war es wirklich sehr unterhaltsam. Also wirklich eine knaller Runde. Die hat mir sehr gefallen, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und auch, dass das Ding überhaupt, ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so lange am Leben bleibe. Weil die Runden davor waren okay. Hier mal ein Kill, da mal 2, 3 Abschusshilfen oder so. Oder auch mal 2 Kills, aber hier 3 Stück. Und dann noch schön oft mit den Flugzeugen rein. Und auch die Karte. Von die Karte ist mir suspekt. Irgendwie, es ist halt sehr modern. Die Karte ist sehr modern. Es ist halt auch ein Frachtschiffhafen. Und man ist dann mit diesen uralten Panzern unterwegs. Das ist irgendwie befremdlich, sag ich mal so. Und irritiert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in so einer modernen Umgebung mit so einem Gerät unterwegs zu sein. Aber es hat funktioniert und war eigentlich auch ganz unterhaltsam. Dann war, also war cool, coole Runde. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, das habe ich schon über 3 Minuten gequatscht. Schaut euch den Rest einfach in Ruhe an, ohne mein Gelaber. Ja, und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß beim Zocken, haut rein, bis dann, ciao, ciao.